Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Sir Lektor vom Team Schnetz und begrüße euch herzlich zur neuen Ausgabe der Lektors Bucketlist. Ja, die letzte Ausgabe ist da doch wieder einiges her, aber ich hatte ja gesagt, erwartet nicht zu oft davon Video, weil ne, Bucketlist bezieht sich meist aufs ganze Leben. Aber endlich konnte ich nochmal einen Punkt streichen und zwar, es war die Dokomi und dort habe ich mir diese schöne Seite hier gekauft. Jetzt werden wir denken, ja, was ist denn so besonders an dieser Seite? Ganz einfach, das ist eine Originalseite aus einem Manuskript von Uro fucking Tsukidoji, aka Legend of the Overfiend, einem der bekanntesten Erotik-Horror-Manga. Und zumaßen, es drehte sich mir jetzt nicht unbedingt darum, dass es ausgerechnet von Uro Tsukidoji ist. Ich meine, klar, ich finde alles drumherum sehr interessant mit Mada Sensei, dem Tentakel Master of All Time. Aber es ging mir vor allem darum, einfach mal wirklich so eine Originalseite aus einem Manuskript zu haben. Vor allem, wenn man bedenkt, ja, Legend of the Overfiend war ja auch noch von vor den 90ern, also es stammt, es ist meine ich wirklich in den 80ern entstanden. Also ist diese Seite auch noch super, duper alt. Und das Besondere hierbei ist halt einfach, diese Art der Manga-Produktion stirbt inzwischen mit jedem Jahr immer mehr und mehr aus. Das liegt einfach daran, dass viele Mangaka eben aufs Digitale wechseln, weil es halt auch einfach bequemlicher ist. Das ist einfach der Wandel der Zeit, die Technik ermöglicht es. Und dadurch muss man auch sagen, dass umso mehr und mehr Zeit vergeht, es immer und immer schwieriger wird, ja, an solche Originale ranzukommen. Allgemein an solche Originale ranzukommen ist oft sehr, sehr schwer, weil es wird sehr selten verkauft, halt wirklich sehr, sehr selten. Und dann einfach von einem so bekannten Mangaka, dass diese Seite zu besitzen, ist für mich ein absoluter Traum. Also wirklich, ich habe mir damit so einen kleinen, wie gesagt, ja, einen kleinen Lebenstraum erfüllt. So bescheuert ist, wie viele auch klingen, aber ich sammle für mein Leben gerne und ich sammle dabei auch vor allem sehr obskurere Sachen und dazu zählt für mich eben auch eine Originalseite. Und natürlich muss man auch sagen, Originalseiten sind oft sehr, sehr teuer. Auf der Dokumi war halt auch ein Mangaka, der zumaßen in Deutschland nicht wirklich bekannt war, weswegen ich es nicht so ganz verstanden habe, warum er überhaupt da war. Man konnte zwar ein Autogramm und Co. von ihm kaufen, aber das hat sich so ein bisschen sehr merkwürdig angefühlt, warum er da war, weil, wie gesagt, sein Werk ist, ich weiß gar nicht mal, ob es überhaupt in irgendeinem Land derzeit lizenziert ist, aber er war da. Vielleicht hat er sich erhofft, hey, vielleicht entdeckt mich einer der Verlage und dann wird mein Werk lizenziert. I don't know. Aber bei ihm kostete zum Beispiel eine Originalseite 250 Euro. Was mir so gesehen, je nach Werk, vielleicht sogar es wert gewesen wäre. Nur halt eben nicht bei einem Typen, von dem man nichts kennt. Allerdings, hier kommen nämlich die andere Sachen. Diese Originalseite und die ganzen anderen, die dort verkauft waren, waren fair bepreist. Also die günstigsten waren aus La Blue Girl für 60 Euro. Und da werden jetzt einige auch denken, um Himmels Willen, das ist doch viel zu viel. Bedenkt dann auch hier Originalautogramm. Und vor allem halt auch noch eine sehr, sehr alte Reihe, dass die Dinger überhaupt noch so existieren. Es ist ein Wunder, dass sie einfach den Zahn der Zeit so gut überlebt haben. Ein Traum. Und andererseits gab es dann eben noch Uro Tsukidoji für 70 bis hin zu 100 Euro. Und ich finde es einfach cool, dass es so verkauft wurde. Ich weiß auch, es haben sich noch mehr davon welche geholt. Wäre es nach mir gegangen, ich hätte natürlich am liebsten alle gekauft, aber ich kann auch kein Geld scheißen. Also, so gern ich es könnte, weil dann wäre ich steinreich, so oft wie ich auf Toilette muss, aber ich kann es leider nicht. Dementsprechend hat es nur für eine Seite gereicht, aber auch das wird eingerannt, in mein Zimmer gehängt und das ist Zeitpunkt jetzt einer meiner größten Schätze überhaupt. Das werde ich auch nicht verkaufen oder so, um Himmels Willen, nein, ich bin Sammler, weil ich es liebe zu sammeln, nicht weil ich Wertanlagen haben will, auch wenn das hier wahrscheinlich auch eine Wertanlage ist, aber heilige Scheiße, ich finde es cool, auch dass Anime House eben Maeda Sensei vertreten hat. Ich hoffe sehr, dass Maeda Sensei nächstes Jahr wirklich auf der Dokumi sein wird. Dann werde ich mir auch live nochmal ein Autogramm holen. Und
ich liebe einfach alles daran und wollte einfach das nochmal in Form eines Videos ausrufen, weil ich finde, sowas hat ein eigenes Video verdient. Allerdings dadurch, dass ich es halt in Dokumi Hall so ein bisschen angeschnitten habe, habe ich es eben jetzt als extra Video gemacht. Aber es ist halt auch einfach ein freaking Unikat. Und oh Gott, ich kann es selber noch nicht fassen, dass ich es wirklich habe. Und ich bereue es. Beim besten Willen nein. Also meine Freundin, die Reaktion von ihr war im ersten Moment, du hast sie doch nicht mehr all. Sie hat mich wirklich sehr anguckt, als wäre ich jetzt komplett verrückt geworden. Du bist komplett verrückt geworden. Ich war schon immer komplett verrückt. Aber das ist ein guter Preis gewesen in meinen Augen. Ein fairer Preis für das, was es ist. Und mir geht das Sammlerherz da einfach auf. Und oh mein Gott, jetzt muss ich nun bald endlich mal Urotsuki Doji auf Deutsch halt eine Review machen. Auf Deutsch ist es ja leider nie erschienen, weil wir haben ja keinen Hentai-Publisher in Deutschland. Also, why eigentlich? Sex Sales. Auch wenn viele deutsche Manga-Fans niemals dazu stehen würden, dass die Hentai lesen oder kaufen würden. Es würde sich verkaufen, wenn wir mal ehrlich sind. Aber, ja, ich bin immer noch sprachlos und ich musste das jetzt einfach in Videoformat raushauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, über einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen, über ein Abo sowieso. Und das bleibe ich viel zum Wasser. Danke fürs Zusehen und ciao.